willkommen bei American Bakery Germany. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Anne-Else Eiskönigin-Torte. Ich freue mich darauf und legen wir los. Ich habe mich entschieden, um die Schwester Anne und Else zu modellieren. Der Grund ist, dass das Geburtstagskind die zwei am meisten liebt von dem Film. Ich überlegte mir, sie zu kaufen, aber ich konnte nur die Barbie-Größe finden, die viel zu groß waren für die Torte. Ich bin nicht die beste Modelliererin, also brauche ich mehr Übung. Aber ich habe mein Bestes gegeben für die Figuren. Ich presste Augenhöhlen rein und kniff die Nase. Ich presste der Mund rein mit einem scharfen Werkzeug. Ich tat kleine Bällchen in den Augen, die im Nachhinein zu groß waren. Ich rollte eine dünne Streifen fleischfarbiges Fondant und legte es oben und unten an den Augen, um Augenlider zu sein. Ich tat kleine schwarze Punkte an den Augen. Ich tat schwarze Schnuren oben an den Augen, um Wimpern zu sein. Dann mischte ich weißes Fondant mit ein bisschen Gelb, um Elsas Haarfarbe zu sein. Ich wählte einen Kopf, um Elsa zu sein, und wickelte das hellblond um ihren Kopf herum. Dann mischte ich gelb-orange mit rot und braun, um Annas Haarfarbe zu sein. Dann wickelte ich es um Annas Kopf. Ich machte einen Körper aus hellblauem Fondant. Ich schnitt ein V aus und tat fleischfarbiges Fondant drauf, um den Hals zu sein. Dann tat ich einen Zahnstocher in den Körper, um Elsa mehr Stabilität zu verleihen, und ich tat den Kopf oben drauf. Ich rollte eine Schnur aus blauem Fondant, um die Arme zu sein. Dann machte ich die Hände und klebte sie an den Körper vorne. Bevor ich Else fertig machte, machte ich Annas Körper. Ich fing an mit einem Stück schwarzes Fondant und machte ihr Körper ähnlich, wie ich Elsas gemacht habe. Ich tat einen Zahnstocher rein und einen Hals, dann der Kopf und die Arme. Die Hände vorne zusammengefaltet. Nun muss ich sagen, dass das schwarze Fondant weicher war als das blau, also lehnte Anne ein bisschen. Dann mischte ich lila Fondant mit rot, um den Umhang von Anne zu sein. Ich rollte ein Stück dick aus und schnitt es in einem Viereck und wickelte es um Annas Schulter. Endlich machte ich die Haare. Else flechte ich eine Länge hellblond und wickelte es um die Schulter von Elsa. Ich tat Schnuren von hellblond um ihren Kopf, um ihren Haaren zu verständigen. Ich rollte sehr dünne Schnuren, um die Augenbrauen zu sein. Anna flechte ich ein bisschen dünner,
klebte sie an ihrem Kopf an den Seiten. Dann schnitt ich ungefähr ein Pony. Ich tat ein paar Schnuren, damit es natürlicher aussieht. Dann mischte ich goldene Pulverfarbe mit klarem Alkohol und malte das Golddetail an das Kleid. Elsa pinselte ich trockene blaue Pulverfarbe an ihrem Kleid. Endlich sind wir beim Kuchen. Das ist Schoko-Chip-Kuchen mit Schweizer Buttercreme. Ich füllte und strich den Kuchen mit Buttercreme und kühlte den Kuchen ein paar Minuten, um die Buttercreme fest werden zu lassen. Dann strich ich die Torte nochmal mit mehr Buttercreme und nahm die Zeit, sie schön zu glätten. Dann machte ich das Kuchenbrett sauber mit einem nassen Lappen. Während es kühlte, mischte ich mein ganzes Hellblau mit Weiß. Es war ein schönes Hellblau. Ich rollte es aus. Schnitt eine Seite, um gerade zu sein. Legte es auf der Torte, um die Hälfte der Torte zu decken. Ich schnitt das übrige vorne mit einem scharfen Messer ab. Für die andere Seite nahm ich ein Stück weißes Fondant und tat lila und pink rein. Aber es war noch zu lila, also tat ich ein bisschen mehr pinke Lebensmittelfarbe. Dann rollte ich es aus. Und deckte die Hälfte der Torte damit. Dieses Fondant war nur ein bisschen trocken, also riss es ein bisschen an der Kante. Dann rollte ich weißes Fondant aus und benutzte Disney-Ausstecher, um den Namen des Mädchens zu sein, Romy, und ihr Alter 3. Dann platzierte ich sie vorsichtig an der Seite der Torte. Mit dem Alter oben drauf. Ich schnitt auch Schneeflocken aus mit Ausstecher und platzierte sie überall an den hellblauen Seiten. Wenn es euch gefällt, was ihr seht, klickt den Daumen hoch. Und während ihr da unten seid, klickt Abonnieren. Aktiviert die Glocke, damit ihr unsere künftigen Videos nicht verpasst. Die lila Seite war nicht so offensichtlich, womit man es dekorieren soll. Ich rollte grünes Fondant aus. Ich benutzte sternförmige Blattausstecher und platzierte sie überall an der lila Seite. Dann rollte ich rotes Fondant aus und benutzte ein paar Blumenausstecher, um Blumen auszustechen. Ich klebte sie um die lila Seite. Aber ich fand es so einfach mit nur Rot.
also schnitt ich auch blaue Blumen aus. Endlich platzierte ich die zwei Schwestern auf der Torte. Anna lehnt sich nach rechts, aber sah süß aus mit dem Kopf von den Schultern ihrer Schwester. Trotz der nicht perfekten Figuren bin ich stolz auf diese Torte. Ich finde sie schön als Anna-Elsa-Torte. Romy liebte sie und sie hat ihren Geburtstag etwas Besonderes gemacht. Alles Gute zum Geburtstag, Romy! Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Nicht vergessen zu abonnieren!